Tonight, he again displays his courage by facing for the third time the toughest opponent of his career. Ladies and gentlemen, from Atlanta, Georgia, introducing the warrior, the three-time world champion and former undisputed heavyweight champion of the world, Evander Real Deal. Hören es, Evander Holyfield und seine Profibilanz. 31 Siege, 22 davon durch K.O. 2 Punktniederlagen gegen Bo und Moura in WM-Kämpfen. Wearing white, trimmed in red and weighing 240 pounds. In 1988, he came home to the streets of Brooklyn with an Olympic silver medal. After turning professional, he fought his way to the World Heavyweight Championship in 1992. And in his third title defense, he suffered the first and only loss of his career. Tonight, he plans on reversing that single blemish on his record, a record which now stands at 37 victories, 31 by knockout, with that one defeat. Ladies and gentlemen, from Brooklyn, New York, a two-time world champion, former undisputed, and current WBO heavyweight champion of the world, Riddick, Big Daddy Bowe! Riddick Bowe, seine Bilanz 37 Siege, 31 davon durch K.O., eine Punktniederlage gegen seinen heutigen Kontrahenten Holyfield. All right, gentlemen. We went over the rules in the dressing room. I want a good, clean fight. Obey my command at all time. Give me good sportsmanlike conduct. Understood? All right, shake hands. Good luck to both of you. Where's Lorenz? Right here. Right there. Right there. Der Kampf angesetzt auf 12 Runden. Der amtierende WBO-Weltmeister im Schwergewicht, Riddick Bowe, und hier Evander Holyfield, der frühere Champion. Schlüsselfaktor, das sind sich die Experten einig, das hat auch Eddie Fatsch, der Trainer von Bowe, gesagt. Der Jab von Riddick Bowe. Wenn er kommt, präzise, genau, Holyfield auf Distanz halten kann, dann kann er sich den Mann, der wesentlich kleiner ist, logischerweise vom Leib halten, kann ihn sich zurechtstellen für seinen knallharten rechten Haken. Und Holyfield seinerseits, er muss versuchen, diese Distanz zu überbrücken, muss schnell in den Infight gehen und schnell wieder raus. Stick and Move, wie die Amerikaner das nennen. Er muss ganz beweglich bleiben, aber die Frage ist, kann er das über 12 Runden schaffen? Ringfrei, Runde 1. Riddick Bowe in der weißen Hose, Holyfield in der gelben. Von Holyfield. Diese Rechte kam exakt präzise. Er ist sehr beweglich, wie es angekündigt hatte. Das muss ja auch sein. Er darf Riddick Bowe kein festes Ziel bieten für diesen unglaublich harten linken Jab.
1-2-Kombination von Holyfield und sofort duckt er ab, zieht sich zurück. Genau wie im zweiten Kampf, den er gewonnen hat. Aber das muss natürlich in dieser Eröffnungsrunde noch gar nichts besagen. Ja, Riddick Bowe hatte in dieser ersten Runde Schwierigkeiten mit dem beweglichen Ziel, mit dem sehr beweglichen Evander Holyfield. Und mein Kollege Matthias Neumann, Matthias Breuß natürlich, Kollege Neumann sitzt in Hamburg, wertet diese Runde mit 10-9 für Evander Holyfield. Und eine Schwellung schon unter dem Auge von Riddick Bowe. Gute Aktion von Evander Holyfield. Schnell nach innen, sofort sich wieder zurückziehen. Die Frage ist natürlich, kann Evander Holyfield dieses Tempo, diese Beinarbeit 12 Runden lang gehen? Sollte sich Evander Holyfield nicht einlassen. Sehen es, liebe Zuschauer, schon wird Evander Holyfield langsamer. Nicht mehr diese Beweglichkeit wie in Runde 1. Und automatisch kommen auch mehr Treffer von Riddick Bowe. Im Infight läuft Holyfield große Gefahr. Denn Riddick Bowe beherrscht mit beiden Händen einen ausgezeichneten, knallharten Uppercut. Da haben Sie ihn gerade gesehen. Trotz seiner langen Arme hat er einen sehr, sehr kurzen Hebel. Hat schon viele, viele Gegner mit diesen Schlägen ausgemacht.
Und die Emotionen gehen hoch. Das haben wir auch im letzten Kampf gesehen zwischen diesen beiden. Obwohl sie eigentlich außerhalb des Rings sehr, sehr gute Freunde sind. Diese Runde gibt Matthias Preuß mit 10:9 an diesen Mann hier, an Riddick Bowe. Rechts im Bild Tommy Brooks, Assistenzcoach. Und links im Bild, leider jetzt nicht zu sehen, der Chefcoach Don Turner. Hier Aktionen aus der letzten Runde. Mehrtreffer gelandet von Riddick Bowe. Und hier dieses Nachschlagen nach dem Gong. Aber schon zu Beginn dieser dritten Runde, faire Geste. Beide wissen natürlich, was auf dem Spiel steht. Nur der Sieger kann mit dem großen Zahltag gegen Iron Mike Tyson rechnen. Holyfield muss weg vom Mann, er muss auf Distanz bleiben. Er darf nur kurz nach innen gehen, muss sich dann sofort zurückziehen. Er sollte sich nie gegen den wesentlich härter schlagenden Riddick Bowe auf einen offenen Schlagabtausch einlassen. Da war wieder der Versuch von Riddick Bowe, diesen gefährlichen Uppercut, diesen Aufwärtshaken zu setzen. Aber auch Holyfield beherrscht diesen Schlag. Holyfield geht hier immer wieder in Infight, ohne zu schlagen. Das ist natürlich ein Riesenfehler. Wenn Infight, dann mit aller Konsequenz. Schauen Sie, er lehnt sich nur an Riddick Bowe, ohne auch nur einen Schlag zu landen. Und der sucht immer wieder die Lücke für seinen Aufwärtshaken. Die Taktik von Evander Holyfield ist für mich nicht ganz nachzuvollziehen. Stand eigentlich die gesamten 3 Minuten nur am Mann, ohne selbst häufiger zu schlagen. Dementsprechend erneut eine 10:9 Runde für Riddick Bowe. Hier eine dieser Ausnahmen, ein genau getimter rechter Aufwärtshaken von Holyfield. Aber im offenen Schlagabtausch wird mit Sicherheit Riddick Bowe das bessere Ende für sich haben. Er bringt wesentlich mehr Gewicht hinter seine Schläge. Runde 4, Riddick Bowe in der weißen Hose
in der goldenen Evander Holyfield. Da fing er sich gleich zu Beginn dieser Runde wieder einen knallharten rechten Aufwärtshaken ein, Evander Holyfield. Viel Arbeit für den dritten Mann im Ring, für Joe Cortez. Muss die beiden immer wieder trennen. Ständiger Infight, ständiges Clinchen und Klammern. Den beweglichen Evander Holyfield, den haben wir nur in Runde 1 gesehen. Sehr halbherzig geschlagen, die Jabs von Riddick Bowe, eigentlich seine stärkste Waffe. Lässt sich selbst gern wieder in diesen Infight ein, auf diesen Infight ein. Er müsste als Mann mit der wesentlich größeren Reichweite natürlich versuchen, diesen Kampf aus der Distanz zu bestimmen. Wie er das im ersten Duell schon getan hat und wieder offener Schlagabtausch. Diese Runde gibt Matthias Preuß mit 10-9 an Holyfield. Das Ganze natürlich sehr, sehr eng. When he bats up. Get back on him. Keep that distance close. Because he must get far away from you so he can rest. When he goes back, you cut him off. Follow me in. Get your distance. Get your distance, hat ihm Eddie Fatsch gesagt. Also, das heißt natürlich mit anderen Worten, den Kampf auf der Distanz aufbauen, auf seinem Jab. Ja, und Evander Holyfield, was wird ihm Don Turner raten? Er sollte natürlich wieder zum Stil zurückfinden, der ihm den Erfolg im Kampf 2 gebracht hat zwischen diesen beiden. Beweglich, schnell nach innen gehen, 1-2 Kombinationen schlagen und sich sofort zurückziehen, abtauchen, wegpendeln. Aber wie schon in den letzten Runden lässt er sich auch, glaube ich, diesmal wieder auf den Infight ein. Ich glaube kaum, dass Holyfield mit diesem Spiel auf 12 Runden gesehen eine Chance gegen Riddick Bowe hat.
Tiefschlag. Und Verwarnung. Das heißt, ein voller Punkt Abzug für Riddick Bowe in dieser Runde. Nun wird Holyfield natürlich Zeit zur Erholung gegeben. 5 Minuten hat man maximal. Und ein Riss an der Lippe, Sie sehen es. Holyfield signalisiert, alles wieder klar. Holyfield muss weg aus den Seilen, hat Probleme. Er ist zu unbeweglich. Das macht es Riddick Bowe natürlich unheimlich leicht. Und jetzt kommt er auf der Jab. Ende dieser Runde. 10 zu 10. Gibt mein Kollege Matthias Preuß diese Runde. Eine unentschiedene Wertung also. Normalerweise hätte Riddick Bowe diese Runde gewonnen, aber durch den Punktabzug unentschieden. Cutman Leon Tapps musste hier bei Holyfield aktiv werden. In den letzten Kämpfen hat der Trainer Don Turner diese Aufgabe in Personalunion übernommen, aber Holyfield hatte in 6 Kämpfen zuletzt jedes Mal eine Cut-Verletzung und Don Turner war dann doch überfordert, gleichzeitig Anweisungen zu geben und Probleme! Riddick Bowe am Boden! Eine Sensation bahnt sich hier an! Er ist wieder oben und Cortez gibt den Kampf frei. Schwer angeschlagen, Riddick Bowe wackelt hier, versucht zu klammern. In Doppeldeckung, jetzt an den Seilen. Sie sehen es, der Jab nur sehr halbherzig. Bowe scheint sich wieder gefangen zu haben. Kommt jetzt seinerseits. A
Also von der Dramatik, da hält auch dieses dritte Aufeinandertreffen zwischen den beiden das, was man sich davon versprochen hat. Gute Jabs hintereinander von Evander Holyfield. Die Deckung von Riddick Bowe steht nicht. Box zu offen gegen Evander Holyfield und die Leute hier natürlich aufgesprungen. Und diese Runde mit 10-8 wegen des Niederschlages an Evander Holyfield. Das hätte keiner von den Experten für möglich gehalten, dass Evander Holyfield diesen Mann zu Boden schicken kann. Und da war sie, diese Linke. Mit Zeitverzögerung geht Evander Holyfield nach unten. Die Linke auf der Außenbahn, genau ans Kinn. Also hat Evander Holyfield doch nicht zu viel versprochen, als er sagte, ich werde versuchen, Riddick Bowe auszunocken. Und sein Trainer Don Turner, der hat ja auch gesagt, mein Mann, der hat an Schlagkraft zugelegt. Ja, und er hat seine Taktik komplett geändert. Er versucht hier wirklich, den einzelnen K.O.-Schlag zu landen, Evander Holyfield. Der Schlag, der überhaupt nicht kommt bei Riddick Bowe, ist sein Jab. Ich habe schon mehrfach gesagt, eigentlich seine beste Waffe. Mit diesem Schlag baut er normalerweise seinen Kampf auf. Hat anscheinend auch nicht die Kraft, sich aus diesem Infight zu lösen, selbst aus der Distanz heraus zu boxen. Diese Konter von Evander Holyfield immer gefährlich. Nach dem Jab, wenn er denn mal kommt oder wenn er ihn mal schlägt, Riddick Bowe, lässt er oft seine Rechte fallen. Und das ist natürlich eine Chance für den linken Konter von Evander Holyfield. Da war er wieder, der linke Haken, Cross über die Außenbahn. Probleme für Riddick Bowe. Ist mir ein absolutes Rätsel, warum dieser Riddick Bowe nicht aus der Distanz heraus versucht, seine Reichweitenvorteile zu nutzen. Geht auch direkt immer wieder an den Mann. Versucht gar nicht erst, seinen Jab überhaupt zu bringen.
wieder eine 10:9 Runde für Evander Holyfield. Und er führt jetzt auf dem Punktzettel meines Kollegen Matthias Preuß mit 3 Punkten, genau mit 78-75. Aber wie gesagt, das Ganze natürlich subjektiv. Das können die 3 Punktrichter hier am Ring eventuell ganz anders sehen. Kann dieser Mann die Sensation schaffen? Evander Holyfield. Ringfrei Runde 8. In der weißen Hose Riddick Bowe. WBO-Weltmeister im Schwergewicht. In der goldenen Hose Evander Holyfield, der Ex-Champion. Evander Holyfield am Boden. Offener Schlagabtausch. Und da ist es passiert. Genau das, was ich gesagt hatte. Irgendwann hat der Mann, der mehr Schlagkraft hat, mehr Körpergewicht hinter die Schläge setzt, den Vorteil auf seiner Seite. Joe Cortez gibt den Kampf frei. Und nun wird Evander Holyfield versuchen, nochmal zurückzukommen. Aber das war's. Riddick Bowe. In einem Kampf, der hin und her wogte, mit dem besseren Ende für sich. Unglaublich, was für ein Fight. Das Ganze noch einmal aus der Vogelperspektive. Diese Rechte. In die Lücke. Und das dann das Ende dieses Kampfes, nachdem Joe Cortez dieses Duell noch einmal freigegeben hatte. Rechts Don Turner, der Trainer von Evander Holyfield. Und hier Ehefrau Judy freut sich mit ihrem Gatten. Ja, war knapp. Da musste sie ganz schön zittern um ihren Mann. Here at the site where legends are made, Caesar's Palace, a round of applause for two warriors in the heavyweight division. Fight number 3 was everything we wanted it to be. Referee Joe Cortez calls a halt to the bout at 58 seconds in the 8th round, the winner by TKO victory, and now reigns supreme as the best heavyweight in the world, Riddick Big Daddy Bowe! Technischer K.O.-Sieger also Riddick Bowe. Ein großer Kampf, der hin und her wogte. Evander Holyfield gratuliert fair. Ja, um Haaresbreite wäre seine Taktik aufgegangen, den einzelnen K.O.-Schlag zu landen. Evander Holyfield, es hat nicht ganz gereicht. Aber vielleicht wusste er auch, diese alte Beweglichkeit, mit der Kampf Nummer 2 gewonnen hat, ist nicht mehr da. Vielleicht sah er in diesem finalen K.O.-Schlag seine einzige Chance in diesem Fight.